Hello, Alav nach Halama. Wir haben Dienstag, es ist der 13. Februar und ich fange diesen Film an um 17.20 Uhr. Heute ist Fasching. Hello. Ich wollte den Film eigentlich erst morgen machen, denn ich bin ja ab Freitag im Urlaub. Also ab Freitag bin ich komplett weg. Aber ich habe so viel um die Ohren, muss noch alles Mögliche besorgen, wie Taucherbrille, dies und das und jenes. Deswegen habe ich gesagt, nee, ich habe sonst so wenig Zeit, ziehe ich den Mittwochfilm auf heute vor. Und den nächsten, den ihr dann von mir hört, der ist dann wahrscheinlich erst am 10. März. Also kann zwei, drei Tage früher sein, kann aber auch eine Woche später sein. Deswegen für die, die kein Abo haben, lasst ein Abo da, dann wisst ihr, wann der nächste Film kommt. Ich gehe meistens in Urlaub mit irgendwelchen Positionen, die wollte ich kurz mal durchgehen. Das hier ist zum Beispiel BYD, bin ich long, habe ich hier irgendwo gekauft, so um die 20,5, 20,75. Ich habe es ja nicht gekauft bei 30. Die haben jetzt von, wann ist denn das hier, November, das ist der von Mitte November, haben sie jetzt 30% verloren. Ich denke, die sind hier fair bewertet auf diesem Niveau. Sowas habe ich gekauft, allerdings ist der Stop hier unten drunter bei 19,80. Rheinmetall, ja, das ist, da müssen wir gar nicht drüber sprechen, das ist ein Selbstläufer, gerade durch so Sprüche von Trump. Ja. Jetzt sind die hier, ich habe die irgendwo hier gekauft, bei 330 sowas. Ja. Liege ich jetzt schon deutlicher vorne. Ich habe den Stop angezogen auf 340, aber ich gehe davon aus, die sind in 3 Wochen, die gehen einfach weiter. Die haben ja jetzt Auftragsbestände für die nächsten 10 Jahre. Wie gesagt, das ist ein Selbstläufer, das finde ich ganz okay. Kann ich machen. Ich habe Bayer, die waren heute Morgen schon deutlich besser. Die waren heute Morgen schon bei 28,70. Jetzt sind sie wieder bei 27,90. Ich gebe den Wert noch nicht auf. Ich habe diese neulich besprochenen 25,23er Calls. Die habe ich auch jetzt nochmal gekauft. Die ersten wurden gestoppt. Ziemlich blöd, ja, aber dafür ist ein Stopp da. Und ich habe die auch. Mir gefällt nach wie vor der technische Ansatz, den sie hier haben, sowohl über das MACD, also auch über die Stochastik. Ich muss mir vorstellen, dass sie nochmal runtergehen können. Stop ist jetzt, ich habe also Aktien und Scheine oder Zertifikate. Stop ist aber trotzdem 25. Und mein Take Profit ist so knapp hinter der 20-Tage-Linie bei 30,80. Aber die nehme ich auch mit. Und was habe ich denn sonst noch? So, dann habe ich Nordex. Nordex, finde ich, ist genauso ein Wert wie Lufthansa. Nordex, so etwas unter 59 kann man immer mal einen Finger reinhalten. Bei Lufthansa entspricht das so 7,5 bis 7. Habe ich auch gemacht, hatte ich schon meinen Take Profit. Da habe ich allerdings dort Mist gebaut. Ich habe den bei 10,90 reingelegt. Ich habe mich da irgendwie verhauen. Bin ich um 10 Cent nicht dran gekommen. Jetzt sind sie ein bisschen tiefer. Aber ich finde, das ist also auch immer mal wieder eine Sünde wert. Ich nehme die auch mit. Aber auch hier ist der Stopp, das ist jetzt schon abgesichert, bei 9,70, glaube ich. Also da passiert nichts mehr. Es sei denn, sie machen über Nacht einen Sprung nach hier unten. Dann, weiß ich gar nicht, ob ich die nennen soll. Aber wieso nicht? Libero Football Finance. Da zeige ich noch nicht mal einen Chart, weil das hat überhaupt nichts mit Charttechnik zu tun. Das ist, habe ich gemacht mit Hinblick auf die Fußballmeisterschaft hier in die Europameisterschaft in Deutschland. Die machen Fußballspieler-Transferfinanzierung. Wahnsinnswort. Ja. Und davon verstehe ich nichts. Eine ganz kleine Firma, aber ich habe mir mal die Aktionärstruktur, also von den Großaktionären, respektive dem Vorstand angeschaut. Die haben schon geballte Kompetenz. Die waren in dem Jahr schon mal, nicht in dem Jahr, im November schon mal irgendwo um die 4, 4,5. Jetzt sind sie bei 60 Cent. Da habe ich auch meinen Finger reingehalten. Ich habe aber auch, wo sind sie? Nvidia. Aber da habe ich Putz. Das ist Nvidia Tageschart in US-Dollar. Diese Kerze gefällt mir überhaupt nicht hier. Ja, das ist ein Doji, Außenband raus, ins Band rein. Die waren heute schon bei 697 Dollar, sind dann eben wieder hoch auf 632. Das sind allerdings keine Zertifikate, das sind normale Optionsscheine mit einer Laufzeit bis zum, jetzt müsste ich lügen, 17.01.2025. Eingekauft zu einer Wolla von 43, die steht jetzt schon bei 47, 680er Basis. Ja, das ist auch eine überschaubare Position, aber ich habe jetzt ein Jahr Zeit und ich glaube nicht, dass die Nvidia diese Geschwindigkeit hier beibehalten kann. Muss aber auch dazu sagen, das hatte ich bei Tesla damals auch nicht erwartet und Tesla hat es auch gemacht. Aber ich spekuliere darauf, dass die irgendwann mal nochmal Kontakt aufnehmen zur 20-Tage-Linie, wo auch immer die dann sein wird. Also ich habe mit diesem Putz
einfach mir Zeit gekauft. Dann habe ich das gesagt, war Gold, wollte ich was sagen. Das ist Gold, muss ich hier rein. Da hatte jemand gefragt nach Einzelwerten, diesen klassischen Barrick Gold. Also sorry, ich habe da noch nie einen Chart mehr angeschaut. Ich bin da nicht dabei. Gold ist so eine Geschichte, da gucke ich ab und zu mal drauf, da mache ich ab und zu einen Trade, aber nicht in den Aktien. Jetzt passiert hier Folgendes, holt es mal näher dran, das ist der Tageschart. Wir haben jetzt 17:32 Uhr, wir gehen hier unter das Band. Mal gucken, ob wir heute darunter schließen, sieht da fast so aus. Dadurch haben wir diese Unterstützung hier jetzt erst schon mal unterboten, die war bei 2000. Gerade eben kommen auch schon überall die Nachrichten Gold, das erste Mal unter 2000 seit XYZ Monaten, weiß ich nicht. Wir haben hier eine Unterstützung, das ist das 38er. Bei 1982 verbindet sich relativ gut, geht runter bis 73, hier mit diesem Tief aus dem Mitte Dezember letzten Jahres. Danach kommt direkt die 200-Tage-Linie bei 1965 und dann das 50er-Retracement bei 1950. Wenn ich diesen Chart so sehe, durch Unterbieten von diesem Zwischentief, was wir hatten am 17.01., muss ich fast davon ausgehen, dass wir hier in diese Range reinkommen. Für diesen Fall habe ich, sind das jetzt die richtigen? Ja, genau. Habe ich diese Scheine, also ich mache jetzt da nichts. Ich werde die auch nicht mit in den Urlaub nehmen. 1920er, da sind wir hier unter dem 50er Retracement, ganz knapp vom 61er. Und wenn es so heiß ist und ich kann es verstehen, 1850er sind wir hier unten. Ist aber noch nicht so weit. Es ist nach wie vor sowohl über die traditionelle als auch die moderne Sichtweise negativ, Stochastik tiefer. Da ist jetzt im Moment kein Entlastungssignal, deswegen jetzt muss man es erstmal ein bisschen droppen lassen. Ein Put kann ich relativ glatt oder relativ schnell hinter dieses Zwischenhoch hier legen. In diesem Fall bei 2071er Put, einem Hebel im Moment von 25. Da gibt es also auch rein. Und jetzt gucken wir uns mal den DAX an. Ich kann es gar nicht fassen, dass ich 4 Wochen Pause habe. Das ist der DAX. Und was haben wir gemacht? Ja, ich habe geschrieben, Sisyphus lässt grüßen. Diese 17.000. Also wir haben es jetzt ein paar Tage hintereinander immer mal gesehen. Wir haben sogar auch gleich drüber geschlossen. Aber irgendwie verlassen sie ihn da. Genau wie Sisyphus mit seinem Felsbrocken. Und dann landen wir heute wieder genau auf der 20-Tage-Linie. Im Moment hier und jetzt sind wir bei 16.873. Das ist zwar ein nice Support durch die 20-Tage-Linie, kommt hier auch von dem Chart her. Da waren wir bei 16.836. Ich weiß jetzt gar nicht, was war denn heute das Tief? Das muss ich direkt mal gucken. Ja, 16.830. Wir haben also das hier ganz gut bisher verteidigt. So muss ich es formulieren. Aber wir sind von allem hier negativ. Auch hier traditionelle, moderne Sichtweise, Stochastik, alles negativ, irgendwie, als ob er einfach sagt, ne, ich schaffe das nicht. Ja. Selbst wenn er es schaffte, ich gebe ja die 17.200 noch nicht auf, selbst wenn er es schaffte, wird spätestens da so eine Abschwächung kommen. Im Moment hat er sich noch gehalten. Die 20-Tage-Linie kann als Mini-Sprungbrett dienen. Aber ich gehe eher davon aus, dass wir hier in diesem Bereich runterkommen, so bis zu 16.600 in den nächsten Tagen. Ihr wisst, was passiert, wenn ich weg bin, ja, dann geht's ab, da habt ihr Wolle, das wünsche ich euch, das gönne ich euch, ich schenke sie euch. Aber ich habe euch auch ein paar Scheine mitgebracht für den Fall, dass ihr da mitmachen wollt. Ich habe euch wieder zwei Calls genannt. Der wird jetzt schon ein bisschen wärmer hier, es ist noch nicht heiß, der 16.347er. Aber der wird schon ein bisschen weniger. Geht darauf achten, weil jeden Tag geht die Basis hoch und dann habe ich hier die bisher auch bekannten Puts rein. Ja, ich rechne nicht damit, dass wir jetzt hier großartig runterfallen auf so eine 14.600 oder so, aber ich kann mir vorstellen, dass wir in den nächsten 2 Wochen locker das Band hier sehen, 16.500. Richtig schwierig würde es für den Markt werden. Denkt an diese M-Formation, die ich beschrieben habe, unter 16.343. So. Nach Diktat verreist. Ich stelle jetzt den Film rein. Ich wünsche euch alles Gute, habt ganz viel Spaß. Wenn einer Fragen stellt, ich glaube nicht, dass ich dazu komme, die beantworten zu können, weil ich habe einfach zu viel um die Ohren. Also ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Ja, feiert noch schön Fasching und ansonsten sehen wir uns in 4 Wochen wieder. Alles Gute, bye bye.